Seit Ende 2016 sind die ersten Fahrzeuge der Generation 15 in Betrieb. Inzwischen haben die neuen Gelenktriebwagen die Bauart 1972 abgelöst. In neuer Farbgebung und zukünftig ohne Komplettwerbung sind sie jetzt das Bild der Schwebebahn. In Vohwinkel hat ein Zug für die Rückfahrt nach Oberbarmen gewendet. Die Sitzaufteilung ist ähnlich der Vorgängerbaureihe. Es gibt 42 Sitz- und 88 Stehplätze. Der Fahrgastraum ist komplett videoüberwacht. Ausfahrt in Vohwinkel. Technisch gesehen ist die Generation 15 eine Neuentwicklung. Erstmals mit Drehstromantrieb und Bremsenergierückgewinnung ausgestattet. Mit der neuen Antriebstechnik hat auch das neue Zugsicherungssystem ETCS Einzug gehalten. Außerdem beträgt jetzt die Betriebsspannung 750 Volt statt der bisherigen 600 Volt. Auch die Höchstgeschwindigkeit ist höher. Jetzt sind es Tempo 65, wobei die Strecke nur für 60 km/h zugelassen ist. Hinter der Station Sonnborner Straße wird bei Kilometer 2,7 die Wupper erreicht. In rund 12 Metern Höhe wird jetzt dem Lauf der Wupper gefolgt. Die Streckenführung ist einzigartig. Fast keine ebenerdige Fläche wird in Anspruch genommen. Ebenso einzigartig ist die Tragekonstruktion. Im Bereich der Wupper sind es schräg gestellte Stützpaare, zwischen denen der Fahrweg verläuft. Ein zentraler Punkt ist die Station Hauptbahnhof. Die ehemalige Station Döppersberg gibt es seit 1926 in dieser Form. Das Umfeld ist in den letzten Jahren komplett umgestaltet worden. Die vorher trennende Straße zum Hauptbahnhof verläuft jetzt in einem Tunnel. Blicken wir in die 90er Jahre zurück. In der Endstation Oberbarmen kommt Wagen 2 aus der Wendeschleife. Der GTW 72 trägt die damals übliche Farbgebung orange-blau. Diese Fahrzeuggeneration wird von 1972 bis 1975 von MAN in 28 Einheiten geliefert.
Mit ihr werden damals die Altbaubaureihen endgültig abgelöst. Wolfgang Drandorf war in den 90er Jahren der dienstälteste Schwebebahnfahrer. Wuppertal ohne Schwebebahn, geht das? Nein, kann man sich nicht vorstellen. Also das ist wirklich eine einmalige Sache mit dem Schwebebahnbau. Die wollten ja im vorigen Jahrhundert eigentlich eine U-Bahn bauen. So wie in Berlin und so weiter und wie sie jetzt in Köln haben und in Hamburg. Aber das geht nicht. Am Wupperbett ist zu felsiger Untergrund. Da wäre zu kostspielig geworden. Und deswegen haben sie entschlossen, ja, richtig, hier die Schwebebahn zu bauen. Werther Brücke, eine der wenigen Stationen, die sich noch fast im Urzustand befinden. Wuppertal ohne Schwebebahn, auch für die Fahrgäste undenkbar. Wuppertal gehört zusammen. Wuppertal und Schwebebahn ist eins. Bestimmt nicht. Eigentlich nicht, nein. Weil Sie sehen das ja hier im Verkehr auf der Talachse, wenn da die Schwebebahn ausfällt. Allein schon vom Verkehr her auf gar keinen Fall. Und als Wahrzeichen Wuppertal eigentlich auch nicht. Absolut nicht. Ist gar nicht denkbar. Schon durch die geografische Lage unmöglich. Nein, ich bin noch nicht lange hier, aber ohne Schwebebahn geht das nicht. Das ist das Beste, was es gibt. Sie können hier keine U-Bahn bauen. Das ist das beste Verkehrsmittel für Wuppertal. Dem bleibt nichts hinzuzufügen. Seit 1948 wird unter der Flagge der Wuppertaler Stadtwerke gefahren, die heute nur noch für den Betrieb und für die Fahrzeuge zuständig ist. Die gesamte Infrastruktur ging 2013 in den Besitz der Stadt Wuppertal über. Insgesamt gibt es 20 Stationen, die fast alle in den Jahren umgebaut oder grundlegend modernisiert wurden. Die Haltestelle Ohligsmühle ist ein Neubau. Vor dem Ortsteil Vohwinkel beginnt die Landstrecke. In nur rund 8 Metern Höhe schweben wir jetzt über der Straße. Das Traggerüst ist hier anders. Sogenannte Portale geben der Konstruktion den nötigen Halt. Entlang schmucker Häuserfassaden schweben wir der Endstation Vohwinkel entgegen.